Heute geht es um die Top 5 David Beckham Frisuren und ich gebe euch gleichzeitig noch Tipps mit auf den Weg, mit welchen Produkten ich diese Top 5 Frisuren von David Beckham nachstylen würde. David Beckham hat auf dem Fußballplatz Außergewöhnliches geleistet. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und auch jetzt ist David Beckham noch im internationalen Fußball tätig, hat er noch seine Finger im Spiel. Und was neben seinen außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten ebenfalls außergewöhnlich ist, ist sein Stil als auch seine Frisuren. Und ich habe mir jetzt mal 5 Frisuren rausgepickt, die David Beckham wohl am häufigsten getragen hat und gebe euch auch gleichzeitig noch Produktempfehlungen mit auf den Weg, wie ich diese Frisuren nachstylen würde. Starten wir mit den langen Haaren und zwar mit der Frisur, die viele von euch da draußen wahrscheinlich auch in diesem Jahr rocken werden, und zwar den Man Bun. David Beckham hat den Man Bun in verschiedensten Variationen getragen, meistens aber kombiniert mit einem längeren bzw. einem ganz normalen 3-Tage-Bart. Finde ich persönlich auch vom Stil her cooler und lässiger als die Variante ohne Bart. Meistens hat David Beckham den Man Bun allerdings als Mittelbun getragen, vermutlicherweise auch aus dem Grund, weil die Haare nicht mehr hergegeben haben. Öfter aber als Messi-Variante, also ein bisschen unordentlicher und manchmal natürlich auch dem Anlass entsprechend Sleekback nach hinten. Und bei langen Haaren ist das Styling eher sekundär, sondern vielmehr ist hier wichtig, dass man seine Haare vernünftig pflegt. Und zur vernünftigen Haarpflege gehört ein gutes Shampoo, ein vernünftiger Conditioner und auch ein Arganöl, das du bestenfalls in deine Haarpflegeroutine integrieren solltest. Und alle 2 Wochen auch einfach mal eine Haarmaske verwenden, damit deine Haare auch von innen heraus vernünftig gestärkt werden. Wenn du den Look wie David Beckham Sleek Back nach hinten tragen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, den Defining Cream zu verwenden. Ein schönes, leichtes Produkt, was deine Haare einfach schön nach hinten bringt. Und wie gesagt, passend zu jeder Frisur verlinke ich euch die Produkte selbstverständlich unten in der Infobox. Von den ganz langen Haaren kommen wir jetzt zu den ganz kurzen Haaren und zu der Frisur, zu der David Beckham auch ganz gerne und ganz oft wieder zurückkehrt. Die Rede ist vom Buzz Cut. Beim Buzz Cut sind die Haare super kurz geschoren, einfach auf ein paar Millimeter runtergeschoren. Und der Buzz Cut ist wohl der angenehmste und auch wohl einfachste Look für jeden Mann. Denn man muss sich keine Gedanken machen um Haarpflege oder Haarstyling-Produkte, denn die Haare sind so kurz geschoren, dass man einfach diese Produkte gar nicht braucht. David Beckham hat den Buzz Cut meistens mit einem sehr kurzen Bart getragen, manchmal auch mit gar keinem Bart. Dann sieht man gleich viel, viel jünger aus. Mir persönlich gefällt die Variante mit etwas mehr Bart wesentlich besser vom Stil her. Also wenn man die Variante mit einem Bart tragen möchte, also mit einem etwas längeren Bart, dann sollte man auf jeden Fall Acht auf seine Bartpflege geben und zumindest ein Bartöl verwenden, denn der Fokus rutscht nämlich leicht von den Haaren runter ins Gesicht und somit auch auf die Barthaare. Dementsprechend solltest du auf jeden Fall bei dieser Variante ein gutes Bartöl verwenden. Machen wir weiter mit der Variante, die man eigentlich automatisch bekommt, wenn man seinen Buzz Cut so langsam rauswachsen lässt. Und zwar den Crew Cut, den manche Leute auch, wenn man vom Buzz Cut kommt, als Buzz Under bezeichnen. Denn die Seiten sind hier immer noch sehr, sehr kurz gehalten, ein paar Millimeter. Und das Deckhaar ist ein bisschen länger gehalten und schön nach vorne gestylt. Das Deckhaar ist nämlich gerade so lang, dass man so eine leichte Textur ins Deckhaar reinbekommt. Und diesen Look favorisiert auch David Beckham sehr oft. In Kombination mit dem Bart ist das auch ein sehr angenehmer Look, ein sehr einfacher Look, der auch nicht so viel Pflege und nicht so viel Styling bedarf. Aber in Kombination mit einem ordentlichen Bart auch ein richtig cooler und einfach lässiger Look. Und je nachdem, wie das Finish sein soll, würde ich diesen Look zum Beispiel mit einem Haarwachs stylen oder mit einer texturierenden Paste, um einfach die Textur so ein bisschen zu bekommen und dann dementsprechend nach vorne stylen und unter Umständen das Ganze noch mit einem Haarspray fixieren oder das Ganze nur mit einem Puder und einem Haarspray stylen. Machen wir weiter mit der Frisur, die David Beckham wohl am häufigsten trägt, und zwar dem Quiff. Beim Quiff ist das Deckhaar einfach ein bisschen länger gehalten und die Haare sind schön zur Seite gestylt. Der Quiff ist wohl der Allrounder für jeden Mann da draußen, der irgendwie nichts falsch machen möchte. David Beckham stylt den Quiff meistens mit einem 3-Tage-Bart, auch gar nicht mit einem längeren 3-Tage-Bart, das kommt nur selten vor, überwiegend mit einem ganz normalen 3-Tage-Bart. Das Ganze sieht nämlich einfach ordentlicher aus und passt auch einfach besser zum Look. Um die Haare zu stylen, würde ich die Haare erstmal mit einem Pre-Styler vorbereiten, um einfach so ein bisschen mehr Griffigkeit in die Haare reinzubekommen und die Haare dann anschließend mit einem Textured Clay dann stylen, um dann einfach auch die Textur so ein bisschen rauszuarbeiten und gegebenenfalls die Haare dann anschließend mit einem Haarspray fixieren. Kommen wir jetzt zu der Frisur, mit der David Beckham weltweit überall zu sehen war auf der H&M-Kampagne, und zwar dem Pompadour. Der Pompadour ist ähnlich wie sein Vorgänger, allerdings doch ein bisschen anders. Und zwar ist es beim Pompadour so, dass einfach die Haare, also das Deckhaar, grundsätzlich wesentlich länger ist, als auch die Seiten einfach länger gehalten sind und dass in der Frisur grundsätzlich einfach viel mehr Volumen drin ist. Und anders als beim Quiff ist es
beim Pompadour auch so, dass die Haare einfach teilweise komplett nach hinten gestylt werden und weniger zur Seite, weil einfach auch das Deckhaar genügend Länge hat, damit man einfach auch diese riesige Tolle einfach stylen kann. Wenn man die Frisuren sich einfach nochmal im direkten Vergleich anschaut, dann sieht man auch einfach nochmal diesen Unterschied, dass es beim Quiff einfach eher zur Seite gestylt wird und beim Pompadour eher nach hinten gestylt wird und dass es vom Volumen her einfach auch eine andere Nummer ist, als auch in der Haarlänge. Um die Frisur zu stylen, brauchst du natürlich richtig viel Volumen und aus dem Grund würde ich die Haare definitiv föhnen, die Haare dann mit einem Volumenpuder aufbereiten, dass man richtig schön Volumen reinbekommt und dann mit einem High-Hold Texture Clay die Tolle einfach so ein bisschen fixieren und das Haar kräftigen und stärken und wenn man möchte, gegebenenfalls dann anschließend das Ganze nochmal mit Haarspray fixieren, damit man diese Tolle bzw. dieses Volumen auch so lange es geht hält. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration bieten mit diesem Video für vielleicht auch eure zukünftigen Frisuren. Ich packe euch, wie gesagt, passende Produktempfehlungen zu den Frisuren unten in die Infobox rein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.